Bismillahirrahmanirrahim. Meine Damen und Herren, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Herzlich willkommen zu meinem ersten Vortrag über den Islam. Dieser Vortrag ist der Anfang einer Serie von mehreren Vorträgen, mit denen ich versuchen werde, das Bild des Islam richtig zu stellen. Wie wir alle wissen, meine Damen und Herren, dass der Islam heutzutage das am meist diskutierte Thema geworden. Jedoch wissen viele Menschen nur wenig von diesem Glauben. Oft werden falsche und manipulierte Informationen weitergegeben. Um das aufzudecken, werde ich jetzt 5 Aussagen machen. Die erste Aussage besagt, Mohammed hat seinen Glauben an den einen Gott von Juden und Christen übernommen. Die zweite Aussage besagt, der Islam ist eine sehr strenge Religion. Die dritte besagt, der Koran verletzt die Menschenrechte. Die vierte besagt, die Muslime beten einen speziellen Gott, der nur dafür sie ist und der Allah heißt. Die fünfte besagt, die Frauen dürfen im Islam nicht in der Moschee beten. Falls Sie all diese Aussagen oder nur einige von ihnen für richtig gehalten haben, dann haben Sie sich geirrt. Aber Sie können, meine Damen und Herren, sich über den Islam informieren lassen. Und warum ist es wichtig, über den Islam zu lernen, werde ich Ihnen erklären in meinem nächsten Vortrag. Bis dann, alles Gute, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.